Jo, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir die Rückeroberung von Bruel begonnen. Und wenn alles so glatt läuft wie beim letzten Mal, also wie in der letzten Folge, dann dürften wir ja in dieser Folge schon fertig sein. Finde ich gut. So. Als allererstes nehmen wir die Edelweiß. Und die Türme, die haben sich ja so wunderschön platziert. Diesen ganzen. Oh, ich kann euch mal bei den Lastwagen hier überfahren. Was ist denn das? Die haben sich alle so wunderbärchen platziert. Also kann ich ja wohl. So. Kann ich so hoffentlich alle mit einem Schlag? Jawohl! Nein! Nicht jawohl! Verdammt! Kannst du nur! Bams! So. Mein Gott. Die sind ganz schön offen da. So. Ich weiß nicht. Alka, geh mal vor. Hol mal auf. Ich weiß nicht, ob du irgendjemanden da erreichen kannst, aber egal. Vielleicht bringt's ja was. Oder. Nee. Nein, verdammt. Hallo Lago, wo kommst du denn her? Okay, was haben wir denn noch? Wir haben die Shamrock. Kannst du hier durch? Gott, verflucht seist du. Da. Dann, ach, das sind die ganzen Antipanzerdinger. Shit. Der soll wohl da durchkommen, oder? Na, ob ich die jetzt erreiche? Verdammt, ich Idiot. Ich erreiche ich. Okay. Oh, was? Habe ich denn da gemacht? War gar nicht geplant. Da hinten welche mitgenommen, geil. Wow. Ach, Hallöchen. Okay, ich habe eine Idee. Alicia, der Sniper, der wird uns nicht gefährlich sein. Was heißt, wenn wir den jetzt am Leben lassen? Der kann gar nicht hier die Dinge zeigen. Basis erobern. Kann ich irgendwo? Nee. Hallo. Ah. Verdammt! Kommen wir nirgendwo durch. Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Hilf mir, Edelweiß! Oder Undodgeable Shot, genau. Katsching, 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 katsching! Super! Oh, das Ding hat mich so abgeknallt. Jetzt verstehe ich. Alicia, bleib mal hier. So, das Ding hier. Ist gefährlich, glaube ich. Malago, mach du mal auseinander. Ja, wir können ja eigentlich mit der Shamrock durchpreschen, aber was soll's. So. Bams. Okay. Jetzt müssen wir hier durchrennen können, weil. Ich sehe nur noch Sniper. Wir können jetzt eigentlich nur hier durchrennen. Mit Dallas. Weil warum nicht? Nix da. Kling, kling, kling. Ist die mal vorgeschickt, dann hätte ich Alicia irgendwie durchschicken können. Na? Kling, kling, kling. Sie geht ja einfach überall durch. Ihr ist vollkommen egal. Den Kommandanten, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Hallöchen. Ja, finde ich irgendwie blöd. Ich esse Dinge kaputt, damit er nicht geduckt ist, damit ich Schaden an ihm machen kann.
Ich nehme mal mit. Leichenschändung und so. So. Jetzt wollte ich eigentlich nur dich töten. Einfach getötete Kommandanten gibt es Punkte. Neue Alicia, wir bekommen kein Kreuzfeuer ab. Das ist gut. So. Hi. Na? Oh, voll gegen die Wand geballert. Punkte. Mein Gott, Rekordzeit haben wir halt hier erledigt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich nehme die einfach mal mit. Als Glücksbringer. So, dann... Mir egal, ob ich alle Sniper getötet habe, ist mir vollkommen wurscht. Wir haben die Mission erledigt, so wie wir sie erledigen sollen. Und du stirbst jetzt garantiert. Zack. Deine Leiche verzehre mir noch. Da könnte man reingehen, um die Typen da oben zu erledigen, mache ich aber nicht. Ich nehme jetzt einfach die Kackfrech die Basis ein. Wir müssen sogar eine richtig gute Bewertung jetzt bekommen. Weil wir, glaube ich, wie viele Züge waren das? 3 Züge? Wir müssen eigentlich jetzt eine richtig gute Bewertung bekommen. Und da wir alle Kommandanten so erledigt haben, auch. Also, ja. まだまだイサラさんには及びませんが精一杯やりました。イサラ、やっとブルールを取り戻したよ。僕たちのレベルワイスをしっかりと受け継がれている。安心していいよ。よ。 B, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich meine, noch schneller erledigen sollen oder was? Durch die Punkte, die alle durch die Gegend kommen hier. Oh, was? 97.000. So. Neues Gewehr. Blockpin from the enemy. Was ist das? Size and change Blockpin. Das glaube ich war für die Edelweiß. Aber ja, so ein Panzer erledigt haben. So, einen speziellen. So. Das war schnell. Das war richtig gut. Neue Episode. Weaponry, ja. Home Emmett, the Wreckage. Keine Ahnung, was das übersetzt bedeutet. Irgendwas mit zu Hause und Wreckage, was auch immer das bedeutet. War ein einfaches Kapitel. Bis jetzt. この辺りにも敵はいないようね。ブルールからは完全に撤退したみたい。そうか。ついにブルールの奪還に成功したんだな。 今のブルールをイサラが見たら、きっと悲しみよね。町のみんなもいなくなって、親子風車も壊れちゃって。あれは？メルキ？メルキ？どうしたの？ほら。 これ雪草だ。これもしかして。僕とアリシアが初めてここで会った時、君がまいた種だよ。あの時の種が芽を伸ばして花を咲かせたんだよ。アリシアが前に言ってたよね。僕たちは命を奪い合ってるだけじゃないって。 ティエレ、ティエレ、トゥエテン。この時代に生まれているんだって。そうね。私たちが落ち込んでいたら、イサラに怒られちゃうよね。戦争が終わって、ブルールに帰ってきたら、風車と広場を元通りにしなきゃ。そうさ。それにマーサさんの赤ちゃんに生まれ故郷を見せてあげないとね。 Und jetzt kommt einer ins Bild und tritt auf die Blume drauf. Das wäre voll gemein. So, der Approaching Clash. Der nähernde Zusammentreff. Bei nähernde Schlacht.
Irgendwie sowas. Ach, es war nichts. Wortwörtlich. Das war die einfachste Mission aller Zeiten, Captain. ファルディオも休暇から戻ったようだな。休養することはできたか？はい、大丈夫です。さて、現在のガリア戦線だが、大きな情勢の変化が起こりつつある。各地に分散していた帝国軍が 徐々に戦力を一部に集結させているのだ。その場所はガリア北東部の平原ナジアル。ガリア軍もナジアルへ戦力を集中させる方針だ。ということはナジアルで大規模な海戦となるのでしょうか？その可能性が高いな。この戦いはガリアの運命を左右するものになるだろう。 Große Operation wartet auf uns. Sobald der Krieg vorbei ist. Letzte Bildchen dieses Kapitels. ガリア戦線の行く末が決まるかもしれないんだよね。ああ、ナジャル平原にはガリアと帝国の主力部隊が集結しつつある。これまでとは比べ物にならないほどの大規模な戦闘になると思う。また大切なものが壊されて、たくさんの命が失われるのかな。失ったものは元には戻らない。自然も操作 常に変化し続けている。ブルールもイサラだって元には戻らないんだ。ウェルキン。でもアリシアが教えてくれたように新しいものを育むことができる。やっぱあのスノイさ、海戦に勝利すれば帝国軍をガリア北東部に追い詰めることができるだろう。そうすればこの戦争も終わりに近づくさ。 戦争が終わったら忙しくなるぞ。風車塔を立て直して新しいブルールを作るんだ。うん、私も手伝うよ。なんだか不思議、ウェルキンと話しているといつも元気が出てくるんだよね。僕もアリシアが一緒だから頑張れるんだよ。うん、ありがとうウェルキン。私 ウェルキンに出会えて本当によかった。ねえ、ウェルキン。なんだい？この戦いが終わったらあなたに伝えたいことがあるの。 Ja, und das war unsere romantische Szene für dieses Let's Play. Jetzt wechseln wir zu Kapitel 13. Zusammentreffen auf Nagia. Ein neues Skirmish-Battle. Marbury Shore. Nein. Stimmt, die kam ja davor. Ja. Gehen wir erstmal zum Hauptquartier und rüsten uns um und so. Passt mal locker in diesen Parts. Es gibt doch irgendwas, was weh. Wir können ja zwar ein Dingen für 50.000 kaufen, aber ich würde es doch lieber erstmal für Waffen und so ausgeben. Ja. Also mein Geld. Die Erfahrungspunkte natürlich. Die müssen wir auch ausgeben. Ich hoffe, wir hatten noch ein bisschen, oder? Ja, alle Level 10. Scouts. Shock Trooper. Verdammt.
und Ingenieure? Ja, bin mir sicher. Trainingsgrosche. Level up. Okay. Neues Potenzial für die Shock Trooper. Und Class up. Ah, ab Level 11, okay. Upgrading your... das Aufleveln einer Klassen gibt ihnen einen Elite-Bonus. Es können außerdem verschiedene neue Waffen noch ausgerüstet werden. Wir sollen alle auf Elite draufballern. Naja, genau. Wir werden jetzt im nächsten Kampf ausprobieren können. Flammenwerfer. Ja, Scouts haben Granatwerfer. Schocktrupper haben Flammenwerfer. Schocktrupper haben Flammenwerfer, genau. Und Ingenieure kriegen nichts. Was ist das denn für eine Verarschung? Weiß ich, Flammenwerfer kann man irgendwie nicht anders ausrüsten oder so, ne? So, dann gehen wir mal zur R&D Facility. Kaufen hoffentlich für unsere Panzer und für unsere andere Sachen Zeugs. Was? Irgendwas neu? Hier, Flammenwerfer, hier ist was neu gekommen. Ah. Firepower Boost, okay, das muss jetzt erstmal nicht. Obwohl die stark sind, erstmal nicht. Erstmal Feuerkraft. Das finde ich wichtig. Ja. Verteidigung erstmal. Armor Upgrade. Überhaupt nicht aufs Geld geguckt, einfach erstmal alles hochballern und auch noch sehr billig. Ka-ching. Ja, nur noch drei, okay. Zwei Flammenwerfer könnten wir, wenn schon, denn schon auch Schaden erhöhen. Wow, hätte man viel früher machen können. So. Firepower. Ah, du weißt mal die aufballern. Perfekt. Wow. Außerdem, die können auch die Dinge hier kaputt hauen, die Sandsäcke, deswegen könnten die nützlich werden. Clip Size. Ah. Shots, warte, steht das? 25. Könnte auch nützlich sein. Accuracy. Ah. Langsam glaube ich auch, ich sollte mich für jede Klasse auf ein Ding hier entscheiden. Statt jeden was vollkommen anderes geben. So. Was macht das hier? Katsching. So, war es nur noch irgendwie 3-4 Dinger. Jetzt habe ich vollkommen die Panzer vergessen, ey. Da habe ich mein ganzes Geld für Fußtrum ausgegeben. Jetzt habe ich überhaupt nicht dran gedacht, für die Panzer irgendwas zu holen. So, Audienzhalle. Wir kriegen noch eine Medaille anscheinend. Mann, vollkommen umsonst mein Geld jetzt erstmal verballert. So ein Dreck. Ja, kennbar. So ein finalen Kampf, wir hatten noch keinen finalen Kampf. Gewehr! Ist natürlich ohne Gewehr. Sniper! Gewehr! So. Mein Gott. Ich komme gar nicht dazu, alles auszurüsten. Lanzar, okay. Sollen einfach nur hingehen, damit die uns Waffen zum Töten gibt, okay? Oh, 20 Minuten haben wir. Da müssen wir auch mal irgendwann vorbeischauen. Habe ich noch nie gezeigt. Weaponry oder Personality, wie man das ausspricht. So, jetzt kommt hier der große Kampf in Kapitel 13. Clash of Nagia.
in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.